Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Dragon's Dogma. Es erwartet uns ein riesen geiler Bossfight. Das Ganze ist gerade nicht mehr blind, weil ich es eben schon mal gemacht habe. Übelst mühselig und im letzten Moment ist mir die Taktik aufgefallen, wie es geht. Ich habe auf. Ach, jetzt hätte ich schon fast einen Körperteil verraten. Ich habe auf eine bestimmte Sache nicht geachtet und als ich es gesehen habe, dachte ich nur so: Oh Mann, das ist doch voll einfach. Und ich stelle mich eben an der Aufnahme und habe gedacht: Nee, das kann ich so nicht hochladen. Jetzt habe ich extra noch meinen alten Speicherstand geladen. Um euch das zu zeigen. Ich habe erst gedacht, der ist rotzschwer. Er ist auch schwer an sich. Nur wenn man einen bestimmten Punkt sieht, dann versteht man die Taktik dahinter. Der Wichser kann einen ganz miesen Atem machen. So viel sage ich, der versteinert einen. Versteinerung ist das Mieseste überhaupt. Das kann man nämlich nicht wirklich heilen. Nur durch einen bestimmten Trank. Und den habe ich genau dreimal dabei. Super. Und wie viele Leute habe ich dabei? Ja. Passt also perfekt. So Leute, da ist das Vieh. Dieser Atem, den ihr jetzt gerade seht, ist der Versteinerungsatem. Man wird immer mehr zu einer Gesteinsform, bis man sich gar nicht mehr bewegen kann. Richtig fies. Was mir nicht aufgefallen ist, das sage ich euch jetzt direkt, der kriegt vorher dann einen riesen dicken Hals. Und das habe ich die ganze Zeit gar nicht gesehen gehabt. Und wenn er diesen dicken Hals kriegt, na, jetzt hat es leider nicht funktioniert. Aber Leute, ihr könnt euch denken, dann natürlich auf den Hals gehen. Hier seht ihr, wie alle versteinert sind. Ah, die können sich noch bewegen. Ah, macht das jetzt nochmal? Hoffentlich nicht. Ah, das hier ist aber echt ein bisschen schlecht gemacht, will ich jetzt nicht sagen. Aber es ist schon scheiße, man guckt nach oben. Ja, jetzt macht das und drauf. Was? Und er haut ihn direkt um. Oh Leute, es wäre schon cool, wenn ihr mir helfen würdet. Oh, jetzt müssen wir es nochmal machen. Es gibt's nicht. Als ich es beim zweiten Mal nämlich gemacht habe. Boah, jetzt wütet er. Egal, seht ihr das auch mal. Guckt euch dieses Riesenvieh an, wie es jetzt einfach abgeht. Eben war der Punkt, also ich habe das jetzt insgesamt, das jetzt das dritte Mal, dass ich das mache. Beim ersten Mal bin ich schön draufgegangen. Beziehungsweise habe mich dann selber umgebracht, weil ich es nochmal neu machen wollte. Boah, jetzt. Jetzt kommt drauf, Leute. Und beim zweiten Mal haben wir ihn halt richtig schnell gekillt. Also, was heißt gekillt? Oh, jetzt kommt auch mal jemand und hilft mir. Danke. Und da haben wir den direkt. Ich habe nur einmal auf ihn geschossen. Und es hat sich direkt erledigt. Und deswegen habe ich gedacht, ach komm, ich mach's nochmal. War ja jetzt an sich nicht schwer. Und jetzt machen die hier so ein Scheiß. Egal. Na, der Feigling haut mich jetzt ab. Arsch, ey. Hui! Okay, wir haben zwei Missionsziele, warum auch immer. Oh Leute, war das aufregend. War das jetzt aufregend, ey. Wir müssen einmal zum Durchgangstor. Und einmal nach draußen. Wieso müssen wir einmal nach draußen? Wir gehen einfach erstmal hier hin. Keine Ahnung, Leute. Boah, Alter, was ein Kampf, ey. Ich habe erst gedacht, oh komm, wird eine gechillte Aufnahme. Weil ich dachte, oh, das ist so eine Art wie der Greif. Machen wir fertig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es in dem Part schon erwähnt hatte oder in einem anderen, aber ich habe auf jeden Fall, ihr erinnert ja euch an das epische Video mit dem Drachen im Wald. Den habe ich bereits geklettet. Also nicht in der Mission, ich hatte einfach Lust, den Platz zu machen. Bin hingegangen, epischer 20-Minuten-Kampf. Okay, Leute, das gucken wir uns jetzt auch noch an. Keine Ahnung, was jetzt abgeht. Boah, der Kampf war mies. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, auch wie einfach. Ja klar, wenn man die Taktik dahinter sieht, ist jeder Kampf einfach. Nur ich habe das mit dem Hals nicht gesehen. Ich war nämlich mitten in dieser Wolke drinne und ich habe da vorhin nicht auf seinen scheiß Hals geachtet. Boah, und da war ich ganz alleine. Ich hatte mich so wenig nur gezogen. Boah, miese Geschichte, ey. Aber eben fand ich scheiße, dass mir kein Arsch geholfen hat. Ich stehe da alleine, klopp auf das Vieh drauf, wie ein Wahnsinniger. What damage have I wrought in carelessness? To allow an agent of salvation through. And in sending you away before the creature was revived, the damage was all the greater.
Ja, habt ihr Scheiße gebaut. It was a lucky thing the beast was kept from the residential quarter. Ugh, or the castle. We must rethink the practice of tribute to prevent such a happening again. For now, though, the danger has passed. What of the damages? We held our ground somehow. Not a single trophy was lost, sir. 'Tis a testament to the efforts of the Arisen. You have our thanks, sir. Truly, sir, you are a wonder. You've handled the task perfectly. The beast is slain, and the treasure unscathed. It is the first chapter of a new legend, sir. Or at the very least, a task well done. Hui, Leute, ey. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Ah, das Vieh muss man ja wahrscheinlich... Vor allem frage ich mich, was ist denn mit der Hydra? Wo findet man die Hydra? Die würde ich gerne nochmal platt machen. Kommt das in der Story nochmal? Oder gibt es einen bestimmten Punkt, wo du sagst, ja, geh einfach da und dahin, da läuft das Vieh rum. Ich würde so gerne die Hydra nochmal machen. Beziehungsweise sie mal endgültig killen, weil das war jetzt auch einfach draufgeballert bis zum geht nicht mehr. Und ist abgehauen. Also muss man den wahrscheinlich später nochmal machen. In weite Ferne, ja super. So tut dies jetzt. Oh, ist es die letzte Mission? Ihr werdet Gransoren wohl geraume Zeit nicht wiedersehen. Oh nee, das mache ich erstmal nicht. Ich habe nämlich noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Lalala. Ja Leute, ich habe auch ordentlich in der Story weitergearbeitet. Auf jeden Fall. Oh, krasse Sache. Yeah! Okay, Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Mir hat es gerade den letzten Nerv geraubt. Und... ja. Bis dann, Leute. Ciao.